Februar 2022 und Annika Hocke und Robert Kunkel sind in Berlin und nicht in Peking. Natürlich kamen ab und zu mal so Momente, wo man viele Fotos gesehen hat und dachte, oh, ich wäre jetzt selber so gerne da. Denn statt Olympischen Spielen steht Training mit Choreograf Jyoti Poliziorakis auf dem Programm. Das vergangene Jahr hat dem Eiskunstlaufpaar viel abverlangt. Nun heißt es, Vollgas nach vorne, um sich bestmöglich auf den Rest der Saison vorbereiten und bald wieder angreifen zu können. Ja, natürlich, das sind halt große Rückschläge, die die beiden jetzt hatten in der letzten Saison, aber die gehören dazu. Jeder Sportler muss da durch und ich kann nur aus Erfahrung sprechen, dass es einen auf jeden Fall viel stärker macht. Egal, ob man dann ein bisschen mehr trainiert oder mehr an sich arbeitet, man kommt immer stärker zurück. Probleme mit dem Gleichgewichtsorgan oder eine schmerzende Schulter. In den letzten 12 Monaten war es nicht leicht für die beiden. Krankheitsbedingt mussten viele Turniere wie die Deutsche Meisterschaft ausfallen. Doch das größte Opfer, das die beiden bringen mussten, sind die Olympischen Spiele in Peking. Im Dezember wird klar, dass die beiden nicht antreten werden. Wir wissen, dass wir im Moment auch nicht unsere beste Leistung hätten abrufen können. Es hat es etwas einfacher gemacht, dass wir sowieso krank waren und wussten, es wäre sehr schwierig geworden. Obwohl die beiden im März 2021 mit ihrem 13. Platz bei den Weltmeisterschaften den Deutschen einen Startplatz für Peking sicherten, sind es nun Minerva Hase und Nolan Segert, die Deutschland vertreten werden. Und während sich die beiden auf den wohl größten Wettbewerb ihrer Karriere vorbereitet haben, lag der Fokus von Annika und Robert auf den Europameisterschaften im Januar. Ich kann ja sagen, dass es eigentlich so der richtige erste Wettkampf der Saison war, weil wir uns ja nochmal komplett neu vorbereitet hatten auf den. Und dafür war es eigentlich ganz okay. In der Gesamtleistung hätte es natürlich viel besser sein können. Was bleibt, sind eine Menge Erfahrung auf internationaler Bühne und den 13. Platz von 21 Paaren. Da die beiden dieses Jahr auch nicht an den Weltmeisterschaften im März teilnehmen werden, liegt der Fokus auf dem Challenge Cup in 2 Wochen und dann schon auf der Vorbereitung für die kommende Saison. Wir wissen, was wir besser machen wollen, wir wissen, woran wir arbeiten müssen und werden das auch tun und dann in 4 Jahren eben stärker zurück sein. Und natürlich darf man dann auch mal fragen, inwiefern Mailand Cortina d'Ampezzo im Jahr 2026 schon ein Thema für die beiden ist. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir probieren natürlich alles zu geben, dass wir dann mitlaufen können und nochmal auch wesentlich besser drauf sind. Wir wollen uns sowieso weiterentwickeln. Am wichtigsten ist jedoch für den Moment, dass Annika und Robert überhaupt wieder gemeinsam auf dem Eis stehen und sich auf Turniere vorbereiten können. Denn nach einem nervenaufreibenden Jahr 2021 kann 2022 auch ohne Peking nur besser werden.